Oh mein Gott, diese News wird vermutlich den ein oder anderen The Walking Dead Fan sowie DC Heroes Fan eine Gänsehaut der besonderen Art bescheren. Nach Wonder Woman wurde nun auch Batman für den Solofilm von Barry Allen bestätigt. Dabei stellt sich nur die Frage, welcher Batman ist gemeint, Bruce Wayne oder Thomas Wayne? Wenn man nach dem Comic geht, müsste der Vater von Batman selbst zur Fledermaus werden, nachdem Bruce Wayne und seine Mutter ihr Leben ließen. Thomas Wayne als Fledermaus ist jedoch ein Batman der üblen Sorte. Er benutzt Schusswaffen und sagt auch zum Töten von Verbrechern nicht nein. Aber warum sollten sich die Walking Dead Fans darüber freuen? Ganz einfach, Thomas Wayne soll von niemand anderem verkörpert werden als von Jeffrey Dean Morgan. Ob The Flash Flashpoint tatsächlich zustande kommt, bleibt jedoch fragwürdig. Warner Bros. Wollte die Produktion des Films von Erfolg von Justice League abhängig machen, der weder Kritiker noch an den Kinokassen wirklich überzeugt. Allerdings könnte DC einen großen Nutzen aus der universumsverändernden Geschichte ziehen, da es als eine Art Reboot für das DC Universe fungieren könnte. Vielleicht ergibt sich dadurch die Gelegenheit, Ben Affleck durch Jake Gyllenhaal als Batman zu ersetzen. The Flash Flashpoint hat noch keinen offiziellen Kinostart. Der verantwortliche Regisseur steht ebenfalls noch nicht fest. Zuletzt wurde Matthew Vaughn, Sam Raimi und Robert Zemeckis ins Gespräch gebracht. Der DC Universe Film hat mittlerweile schon 2 Regisseure verloren und zuletzt sollte angeblich das komplette Drehbuch neu geschrieben werden. Naja, aber wenn wir jetzt alle ganz fest die Daumen drücken, werden wir Negan als rauen Flashpoint Batman wiedersehen. Wir halten euch über Neuigkeiten am Laufenden, ansonsten war's das für heute, bis zum nächsten Mal, ciao!